Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Konjunktion zwischen Venus und Pluto an der Spitze des achten Hauses, ein Wahnsinnsaspekt. Während ich die Videos hochlade, sie werden ja immer sehr lange, wie sagt man, zensuriert und kontrolliert und da wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt, ja, also ganz, ganz spannende Dinge, die hier im Zuge der Meinungsfreiheit geschehen, habe ich mir ein Alkoholiker-Video angeschaut. Ich glaube, der Mann nennt sich Alkogler, also irgendwas mit Alkohol. Ja? Und es ist das Problem, wenn Alkoholiker mit der Wahrheit konfrontiert werden, dann werden sie schneller wütend als Nicht-Alkoholiker, weil bei ihnen die Nerven regelrecht blank liegen. Also das ist durch das, also die haben dann schon, dann haben sie sozusagen die Nervenbahnen sind schon weggesaufen und dann kommt sozusagen, dann kommt der Alkoholer raus, der Alkoholer. Und ich habe jetzt ein kurzes Video angeschaut und ich muss ehrlich sagen, eigentlich ist diese Aussage ein lupenreiner Rücktrittsgrund. Und ich habe mir überlegt, wegen morgen, wegen der Demonstration 14 Uhr, aber in dem Fall muss ich morgen wieder dabei sein, weil aufgrund dieser Aussage eines schweren Alkoholikers, ja, das lässt dann auch Rückschlüsse darauf, wie er über die Bevölkerung denkt. Also immer wieder sehr romantisch, welche Figuren wir da, ja, wo auch immer haben. Die 27, an fünfter Stelle zeigt uns, naja, Perfektionismus, der 200-prozentige. Ja, also man ist sehr verbissen, man möchte nicht loslassen, man möchte nicht locker lassen. Ein einmal eingeschlagener Weg wird hartnäckig verfolgt und natürlich hängt das dann auch mit der 23 zusammen, wo man sozusagen erst bei der überhängenden Geröllhalde sozusagen WO gibt, weil man sagt, ich glaube in der Alpinistensprache ist das glaube ich 9+, also das heißt, wo dann gesagt wird, ja, aber jetzt bocken wir es nicht mehr. Und als letzte Zahl, und das ist ja schon wieder, ja, will nicht loslassen, ja, und da haben wir dann die Früchte des Nicht-Loslassen-Wollens. Die 28 ist extrem stur, steckt sehr stark in der Materie drinnen, man möchte nichts verändern. Naja, ich meine, verändern wollen die meisten nichts, aber ich meine, dieses satanistische Konsumismus-Konstrukt, ja, muss ich ehrlich sagen, ist nicht erhaltenswert. Unsere Vorfahren haben jahrtausende lang bescheiden und nachhaltigst gelebt, wie ich das eh schon 10-mal erzählt habe. Ich kann mich an meine Kindheit erinnern, die sogenannten Colonia-Kübeln, also das waren die Mistkübeln. Ein ganzes Haus hat, glaube ich, 4 von denen in 14 Tagen gefüllt. Ja? Und das waren kleine, das waren diese kleinen verzinkten Blechkübeln. Ja? Da man hat nichts weggeworfen, ja? Man hat nichts weggeworfen und heute wird verschwendet. Und ich meine, dieses System kann doch ein geistig gesunder Mensch nicht unterstützen. Ja? Also ich meine, alles was recht ist. Wohlstand ist in Ordnung, aber Verschwendung nicht. Ja, die 10. Die 10, hier haben wir sie wieder. Also die kommt verdächtig häufig jetzt. Ja? Die 10 weist auch wieder auf die Sonne hin, weil die 10 ist für mich die Sonne. Das Rad des Schicksals, sozusagen die Matrix, das Epizentrum der Matrix, um was alles kreist, ja, um die ganzen, die anderen Faktoren kreisen, und also auch Planeten genannt. Und hier geht es um Alpha und Omega, Anfang und Ende eines Zykluses. Und wir erkennen auch hier anhand dieser unheimlich vielen Quadrate, ja. Also ich meine, ist ja alles miteinander ein Quadrat, außer diese unselige Konjunktion. Also eine Quervernetzung, wie wir sie, ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe es noch nie in einem Horoskop gesehen, dass alle Planeten in Hauptaspekten verbunden sind. Witzig war, im gestrigen Horoskop hatten wir so viele Nebenaspekte. Und jetzt haben wir Hauptaspekte ohne Ende. Also ganz spannend. Und wir haben ja auch morgen auch noch einen Halbmond, ja, weil ja der Mond nur wenige Stunden zuvor ein Quadrat mit der Sonne gebildet hat. Also es spürt sich gewaltig ab. Ja? Und als letzte Zahl haben wir die 1. Pluto. Ja? Pluto steht natürlich für Macht, für Neubeginn, für Zeugungsimpuls und er zeigt mir natürlich auch auf den Titel des Horoskopes, weil Pluto steht ja immerhin im Titel drinnen. Also das heißt, hier haben wir eine ganz besondere Bedeutung. Schauen wir uns einmal an, was bedeutet Venus-Pluto generell. Die Venus steht für all das, was uns Freude bereitet, was man liebt, was man gerne hat, steht auch für Partnerschaften, steht auch für künstlerischen Ausdruck, Kreativität und, also wie gesagt, unterm Strich alles das, was
Freude bereitet. Der Mond steht alles für alles, wo wir uns bei wohlfühlen. Und Pluto steht wofür? Pluto steht für das kollektive Massenbewusstsein, also das Unterbewusstsein der breiten Bevölkerungsmasse, für Transformation, für Tiefe, aber auch für Tod. Ja? Weil Pluto bedeutet sozusagen das vollkommene Zerreiben, ja? Das vollkommene Zerreiben bis auf Ebene der Atome, ja? Also das Atomisieren, das völlige, die völlige Transformation von allem. Ja? Und dann erkennen wir natürlich, wer das sein könnte. Aber bevor wir das erkennen, können wir allgemein feststellen, eine Zeit von Venus-Pluto, und immerhin dauert sie 5,5 Monate, bis 27. Mai, bis Ende Mai, also der 1. April ist auch nicht weit und das ist kein Scherz. Also das heißt, hier haben wir doch einen starken Leidensweg, weil die Kombination von Venus und Pluto bedeutet, es macht die Tiefe macht Freude, die Transformation macht Freude, Leid und Schmerz bereiten Freude. Ja? Also hier haben wir dann auch große Gefühle, extrem starke Gefühle. Ja? Und obendrein noch den Mond in den Fischen, das multipliziert das Ganze. Aszendent Krebs, nochmal ein Gefühlsfaktor. Ja? Also hier haben wir eine Zeit schweren Gefühlsleid, schweres Leid an Gefühlen. Wird auch angedeutet durch Merkur-Mond-Quadrat. Merkur steht in dem Fall für die Bevölkerung. Ja? Also das heißt, hier haben wir jetzt auf uns zukommend extreme Leidenserfahrungen. Deswegen habe ich auch im ersten Titel geschrieben, oder im Titel des ersten Teiles, das Tal der Tränen liegt vor uns. Naja, ich meine, über Venus-Pluto, glaube ich, brauchen wir uns punkto Leitfaktor keine Sorgen machen, der ist gewaltig. Und Venus-Pluto steht, ja, er steht noch an der Spitze des achten Hauses. Ja, das multipliziert das Ganze noch einmal. Ja. Also hier muss man schon wirklich stark masochistisch veranlagt sein, um die nächsten Monate auch richtig genießen zu können. Ansonsten würde ich sagen, Ohren anlegen, vorsichtig sein, gut vorbereiten und ja nicht auf einen Streit einlassen. Ich kann euch bitte immer nur im Moment den Rat geben, bitte meidet Streit. Ich meine, unser Alkogler wird jetzt auch große Probleme kriegen. Prost, weiter zum dritten Teil. Ende.